Hoheit, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sie macht immer, was sie will. Wir fahren nach Ischl. Was soll ich in Ischl? Deine Schwester wird sich dort mit dem Kaiser verloben. Ich habe doch gesehen, dass er dir gefällt. Was fällt dir ein? Gib es wenigstens zu! Du bist in Sicherheit. Und warum glaubt ihr, dass ihr die Richtige seid? Das sagt mir mein Herz. Es wird nicht einfach für euch in Wien. Meint ihr mit Wien nur den Hofstaat? Oder meint ihr damit auch euch? Ich fürchte, ich meine damit auch mich. Für dich ist das alles nur ein Abenteuer. Das ist das Schlafzimmer des Kaiserpaares. Wollt ihr diesem Mann dienen oder wollt ihr ihn lieben? Ihn lieben, natürlich. Ich will, dass du mit mir an den Hof kommst. Das ist meine Zofe. So erkläre ich euch zur Kaiserin von Österreich. Liebe mich. Du musst dir den Respekt am Hof erst verdienen, Elisabeth. Aber ich bin die Kaiserin. Erst gegen die Ungarn und dann gegen den Zaren. Im weiteren Waffengang wird das Volk nicht mitmachen. Was hat diese Frau gesagt? Dein Leben sei der Zerstörung geweiht. Und die, die du liebst, sollen elend zugrunde gehen. Sissi ist eine Woche über der Zeit. Die Kaiserin! Die Kaiserin! Napoleon hat Mailand fast erreicht. Ich muss ihn stoppen. Ich lasse unser Kind nicht für einen Krieg instrumentalisieren. Was wollt ihr? Frieden. Und für diesen Frieden suche ich eine Verbündete. Euer Interesse, diesen Krieg zu beenden, sollte doch wohl so groß sein wie unseres. Wenn ihr einen großen Krieg wollt, sollt ihr ihn bekommen. Du denkst, ich werde meiner Rolle als Kaiserin nicht gerecht? Ich habe Angst um dich. Ich möchte, dass die Menschen in unserem Reich in Frieden leben können. Gefühle sind ein unbestechliches Anzeichen von Schwäche. Ich brauche Sissi an meiner Seite. Dich.